Ja, und ich habe schon das eine oder andere Mal heimlich so unter der Bettdecke weitergelesen. Hallo, liebe Bücherwürmer. Wir haben uns heute mal hier auf den Sessel gesetzt. Denn es wird ein bisschen quatschiger, Laberiarium-typisch. Denn wir wollen darüber reden, wie ich damals überhaupt zur Leserin geworden bin. Ja, noch eine kleine Info vorab. Es würde mich natürlich total freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und falls ihr Lust habt, mich noch ein bisschen mehr zu unterstützen, kommt super gerne in mein Patreon-Team. Wir machen da einmal im Monat einen Livestream zusammen. Ihr seht die Videos früher als alle anderen und alle News erfahrt ihr dort als erstes. Ja, ich wollte einfach nach längerer Zeit mal wieder ein Video machen, wo wir einfach ein bisschen sitzen und quatschen, weil ich das Gefühl habe, dass wir in letzter Zeit immer sehr viel irgendwie über Lieblings sowieso geredet haben oder Tags und Challenges gemacht haben. Und jetzt wollte ich nochmal wieder ein bisschen was Ruhigeres machen. Ja, wie hatten das damals bei mir überhaupt angefangen mit dem Lesen? Wie bin ich überhaupt zur Leseratte geworden? Das ist so eine Frage, die ich von euch sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und bei mir fängt es eigentlich schon an, dass Lesen in dem Haushalt, in dem ich groß geworden bin, eigentlich immer was total Normales war. Meine Eltern haben halt total viel gelesen. Mein Vater eher so Krimis und Historisches, möglichst so richtig dicke Bücher. Und meine Mutter, die war eigentlich schon immer sehr vielseitig aufgestellt. Die hat Romance-Titel gelesen, aber auch Fantasy, ganz querbeet. Und auch meine Omas und meine Tanten waren eigentlich immer alles Leute, die echt viel gelesen haben. Und ich habe so durch die natürlich auch immer wieder Bücher geschenkt bekommen. Also ich kenne das von zu Hause quasi gar nicht anders, dass man immer ein Buch liest und immer was auf dem Nachttisch liegt. Aber natürlich bin ich ja auch nicht auf die Welt gekommen und hatte schon ein Buch in der Hand. Das wäre ja zu schön. Mir wurde immer wahnsinnig viel vorgelesen. Als ich klein war, kann ich mich eigentlich kaum an einen Abend erinnern, an dem mir nicht vorgelesen wurde von meiner Mutter. Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich einen 6 Jahre jüngeren Bruder hatte. Und auch dem wurde sehr viel vorgelesen. Das hieß, dass ich mich aber auch immer ins Bett meiner Eltern legen konnte, mithören konnte und dann halt irgendwann in mein eigenes Zimmer gegangen bin. Das war halt total schön, dass man als Familie dann abends noch so ein bisschen Zeit verbracht hat und ja, ich einfach zuhören konnte, wie mein Bruder vorgelesen wurde. Irgendwann entwickelte sich bei mir dann aber natürlich auch der Drang, selber zu lesen, nachdem man das zu Hause ja so ein bisschen gelernt hat und vor allem eben in der Schule. Das muss halt irgendwann so in der Grundschule gewesen sein. Ich erinnere mich auch daran, dass ich bei einigen Vorlesewettbewerben mitgemacht habe, also Lesen und Vorlesen konnte ich einfach schon immer gut. Ich glaube auch einfach, weil ich halt so einen inneren Drang hatte, selber zu lesen. Man kriegt halt immer so vorgelesen und irgendwann will man eigenständig genug sein und selbst das Buch lesen. Ja, und ich weiß halt noch ganz genau, wie ich dann ein Buch nach dem anderen verschlungen habe. Als ich ganz klein war, habe ich super oft gern diese Leselöwe, Leserabenbücher gelesen und da auch eigentlich alles immer querbeet. Erinnere mich halt nicht mehr so wirklich an die allerersten Bücher, die ich selber gelesen habe, weil ich da einfach auch, glaube ich, noch zu klein war. Ja, und das Lesen wurde bei uns auch immer noch gefördert, denn meine Mutter ist regelmäßig mit uns in die Bücherei gefahren mit meinem Bruder und mir. Und da durften wir uns immer massig Bücher ausleihen. Ich weiß auch noch als Kind, ich hatte teilweise solche Stapel, die ich mit nach Hause genommen habe. Es waren natürlich jetzt auch Bücher, die man leichter lesen konnte. Nicht heute so 500 Seitenromane oder so. Und das war für meine Eltern natürlich ganz praktisch, weil sie nicht jedes Mal neue Bücher kaufen mussten und man in der Bücherei halt immer tauschen konnte. Und ich glaube so, keine Ahnung, alle 3 oder 4 Wochen waren wir da und haben dann immer die Bücher einmal ausgetauscht. Ich habe natürlich auch nicht immer geschafft, alles zu lesen. Ich war ja kein Übermensch oder so. Aber für mich war das halt was ganz Besonderes und ganz toll und sehr aufregend, wenn man dann in diese Bücherei kam und alles stand voller Bücher. Ich erinnere mich auch noch genau daran, wie die Bücherei aussah, welche Bücher wo standen. Und dann bin ich wirklich so stundenlang in den Büchern versunken, habe Klappentexte gelesen, in Bücher reingeschaut. Und ich war immer traurig, wenn wir dann nach Hause fahren mussten, habe mich aber auf der anderen Seite wieder voll krass gefreut, weil ich konnte ja jetzt endlich die Bücher lesen. Ja, das war natürlich noch zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt nicht wahnsinnig
dicke Bücher gelesen hat, wie ich eben schon gesagt habe. Aber ich erinnere mich noch an die erste große Serie, die ich verschlungen habe. Und das war tatsächlich Die wilden Hühner von Cornelia Funke. Ja, und das hat mich total angesteckt. Ich habe dieses Buch dann auch allen meinen Freundinnen empfohlen. Wir haben uns das irgendwie zu Geburtstagen immer gegenseitig geschenkt, damit halt wirklich alle in dieser Hühnerwelt eintauchen konnten. Und wir haben dann auch so einen kleinen Hühnerclub miteinander gegründet und so Federn um den Hals getragen, wie die wilden Hühner das nun einmal machen. Das war total schön damals. Das war also so gesehen meine erste Buchreihe, die mich dazu gebracht hat, größer das Fandom auszuleben, würde ich sagen. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, dass ich als Kind eher so realistischere Geschichten gelesen habe, dann eben wie die wilden Hühner und so. Und dann gab es auch diese freche Mädchen, freche Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von früher. Das sind ja auch alles eher so realistische Geschichten gewesen, in denen es darum geht, dass man sich das erste Mal verliebt, dass man irgendwie eine schlechte Schulnote mit nach Hause gebracht hat. Wie erzählt man das den Eltern und so? Halt alles so Probleme von Kindern, die man selbst auf sich übertragen konnte. Und dann, je älter ich wurde, desto größere Exkurse ins Fantastische oder ins, sagen wir mal, Magische habe ich gemacht. Ich weiß noch ganz genau, dass einer meiner liebsten Buchreihen früher der Tigerclub war. Das waren halt so Bücher, bei denen man selber entscheiden konnte, wie es weitergeht. Und man musste während des Lesens so Rätsel machen. Dann waren da so Schablonen dabei, die man dann daran fügen musste. Man musste so Rätsel lösen, um in der Geschichte weiterzukommen und zu erfahren, wer was getan hat. Also so Krimis, so Kinderkrimis fand ich auch immer total cool, aber so drei Fragezeichen oder so war damals nicht so meins. Ja, und das erste Mal, dass ich so eigenständig was gelesen habe, was so ans Fantastische rankommt, ist, glaube ich, die Fear Street. Die kennen wahrscheinlich auch viele noch von früher. Das sind so Horrorgeschichten, mystische Geschichten für Kinder. Und da weiß ich noch, da habe ich ein Buch nach dem anderen mir auch aus der Bücherei ausgelesen. Und ich fand das immer so cool, so unter der Bettdecke zu sitzen. Und dann ist es halt so voll gruselig. Ich habe mich als Kind schon total gerne gegruselt. Ja, und das war dann auch eigentlich so ein Zeitpunkt, an dem ich wirklich jeden Abend im Bett gelesen habe. Also bei uns war Lesezeit immer vorm Einschlafen, weil wir, wie gesagt, damit aufgewachsen sind, dass unsere Eltern immer vor dem Einschlafen uns was vorlesen. Das heißt, uns wurde quasi vorgelebt. So, bevor du ins Bett gehst, kannst du noch eine halbe Stunde lesen oder sowas. Ich habe natürlich immer meine Lesezeit nach hinten rausgeschoben, weil ich wollte nie aufhören mit meinen Büchern. Ich habe schon das eine oder andere Mal heimlich so unter der Bettdecke weitergelesen. Ich glaube, das haben wir alle bestimmt mal gemacht. Ja, und als ich 10 Jahre alt wurde, bekam ich dann die ersten Harry Potter Bücher geschenkt. Und so schwer meine Beziehung mit Harry Potter heutzutage halt auch ist, aber es ist ja trotzdem etwas, eine Erinnerung, die mir halt geblieben ist. Deswegen will ich es euch jetzt trotzdem erzählen. Ich konnte damals voll nichts mit den Büchern anfangen, weil das war übelst Mainstream. Ich habe es halt gesehen, an jedem Kiosk war in der Zeitung Harry Potter und überall wurde darüber geredet und hier sogar die Erwachsenen haben davon geredet. Und das war für mich so, ja, aber ich will doch keine Buchreihe lesen, die jetzt alle so hypen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich fand es wirklich ganz schrecklich damals, dass alle das gut fanden, weil man fühlte sich so gezwungen mitzumachen. Und ich war eigentlich immer so ein Anti-Mainstream-Kind. Ja, und dann kam es aber natürlich dazu, dass ich mit meinen Eltern auch den Film gesehen habe. Und danach war ich dann total verzaubert und habe alle Bücher verschlungen. Mit Harry Potter habe ich damals auch angefangen, meine ersten Bücher auf Englisch zu lesen. Ich glaube, das war so mit 14 oder 15. Ich weiß noch, wir sind mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren und nach meinem Urlaub sollte das Harry Potter Buch auf Deutsch erscheinen und irgendwie 2 Wochen vorher auf Englisch und dann bin ich im Urlaub noch in die Buchhandlung gegangen und habe es mir auf Englisch gekauft. Und das war das erste Buch, das ich überhaupt auf Englisch gelesen hatte. Ich habe mir damals in den Urlaub auch extra noch mein Übersetzungsheft mitgebracht, damit ich dann daneben sitzen konnte mit meinem Dictionary und immer was nachschauen konnte. Und für mich war das so
seltsam, das auf Englisch zu lesen, weil ich ja voll viel einfach noch nicht kannte. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, was dieses Wand ist, also der Zauberstab halt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals echt verzweifelt bin, weil ich es nicht gecheckt habe. Aber als ich mich das einmal getraut hatte, ging es natürlich mit anderen Büchern auch dann. Und so habe ich mich immer mehr daran getraut, weitere englische Bücher zu lesen. Ich weiß noch genau, dass danach halt meine Phase anfing, in der ich immer wieder nach Büchern geguckt habe, die so ähnlich sind, die mich halt nochmal so krass in den Bann ziehen und mitnehmen. Und da habe ich echt lange nichts gefunden. Also es gab, glaube ich, nach Harry Potter so eine richtig krasse Durststrecke. Es gab immer wieder Bücher, die mich einzeln begeistert haben und die ganz gut waren und so. Aber danach hat mich lange nichts mehr so in den Bann gezogen. Ich glaube tatsächlich, dass es danach erst wieder Twilight war. Und nach Twilight kamen Tribute von Panem und Divergent und so. Und mittlerweile sind ja einfach so viele gute Bücher auf den Markt und ich bin echt froh, dass ich damals halt schon so früh angefangen habe zu lesen und dass meine Eltern das halt immer gefördert haben und meine ganze Familie. Ja, das war so meine kleine Geschichte, wie ich zur Leseratte wurde. Mich würde es jetzt mal natürlich total interessieren, wie das denn früher so bei euch war. Also, wie seid ihr dazu gekommen, Bücher zu lesen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich total auf eure Meinung dazu. Ich bin super gespannt davon zu erfahren und ich freue mich darauf, dass wir uns dann austauschen in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es heute mal so ein bisschen quatschiger war und was anderes als sonst. Lasst mir gern eure Meinung auch in den Kommentaren zum Video da, da freue ich mich. Das war's heute von mir. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram sowie TikTok unter Liberiarium. Und ich streame jetzt übrigens auch regelmäßig auf Twitch. Sucht mich außerdem gerne auf meiner Patreon-Seite, meinem Etsy-Store oder auf meinem Blog. Von mir gibt's jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem nächsten Video oder montags beim Weekly Vlog. Bis dann, ciao dich aber mal. Mit Harry Potter habe ich doch... Ja, und dann kam es aber natürlich zum... Ja, dann... Das war also... Aber natürlich bin ich auch nicht... Aber natürlich bin ich auch nicht auf der Welt... Ja, das war so klein...